Die Fähigkeit von Pflanzen, auf Schallwellen und Vibrationen zu reagieren, ist schon seit langem bekannt. Neuere Forschung hat gezeigt, dass Pflanzen Schallwellen nicht nur wahrnehmen, sondern diese Information auch nutzen können, um ihr Wachstum und ihre Entwicklung zu beeinflussen. In diesem Video werden die mechanischen und biochemischen Grundlagen der Schallwahrnehmung bei Pflanzen erläutert und ein Ausblick auf mögliche Anwendungen gegeben. Obwohl Pflanzen keine Ohren haben, sind sie durch spezialisierte Mechanorezeptoren in der Lage, Erschütterungen und Schwingungen wahrzunehmen. Hierbei handelt es sich um Proteinkomplexe in der Plasmamembran pflanzlicher Zellen, die als mechanosensitive Ionenkanäle bezeichnet werden. Sie reagieren auf mechanische Kräfte, indem sie sich öffnen und Ionen, insbesondere Calciumionen, in die Zelle strömen lassen. Dies führt zu einer Depolarisation der Membran und einer Erregung der Zelle. Neben den Ionenkanälen tragen auch Stärkekörner, Mikrotubuli und die Zellwand zur Schallwahrnehmung bei. Sie übertragen die Schwingung an die Mechanorezeptoren. Besonders empfindlich für Luftschall sind die Wurzelspitzen und die jungen Blätter der Pflanzen. Aber auch Stängel und Blattadern können Schallwellen leiten. Die Frequenzempfindlichkeit liegt zwischen 100 bis 1000 Hertz, wobei Frequenzen um 200 Hertz am wirksamsten sind. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass bestimmte Frequenzen das Wachstum von Pflanzen stimulieren können. So führte beispielsweise eine Dauerbeschallung mit 50 Hertz zu einer Zunahme der Trockenmasse der Keimlinge von Mais, Zucchini und Tomaten um bis zu 40%. Auch andere Prozesse wie die Keimung von Samen, die Entwicklung der Wurzeln sowie die Bildung von Blüten und Früchten können durch Klang beeinflusst werden. Die zugrunde liegenden Mechanismen sind noch nicht vollständig verstanden. Vermutlich spielen die Aktivierung pflanzeneigener Signalkaskaden durch die erhöhte Calciumkonzentration sowie direkte Auswirkungen der Schwingung auf Stofftransportprozesse und die Genexpression eine Rolle. Eine wichtige Entdeckung war auch, dass die Laute, die Pflanzen selbst erzeugen, als akustisches Feedback ihren Entwicklungsprozess beeinflussen. Forschungen haben zudem gezeigt, dass Pflanzen auf subtile Weise Geräusche erzeugen können, wenn zum Beispiel ihre Stiele, Blätter oder Wurzeln unter Stress stehen oder wenn sie Wasser durch ihre Leitungsbahnen pumpen. Diese Geräusche sind in der Regel sehr leise und können oft nur mit speziellen Instrumenten wie Lasermikrofonen oder anderen sensitiven Geräten aufgezeichnet werden. Interessanterweise haben Studien gezeigt, dass Pflanzen auch auf die Geräusche reagieren können, die sie selbst erzeugen. Diese Art von akustischem Feedback kann als ein Mittel dienen, durch das Pflanzen Informationen über ihren eigenen Zustand erhalten und möglicherweise ihr Wachstum oder ihre Reaktionen auf Umweltbedingungen anpassen. Das Wissen um die Nutzung von Klang durch Pflanzen eröffnet neue Möglichkeiten für die Landwirtschaft. Durch gezielte Beschallung könnte das Wachstum beschleunigt und die Qualität von Nutzpflanzen verbessert werden. Auch der Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln ließe sich möglicherweise reduzieren. Allerdings sind die optimalen Klangmuster für jede Art noch zu erforschen. Auch mögliche Nebeneffekte müssen untersucht werden. Mit weiteren Erkenntnissen aus diesem innovativen Forschungsfeld sind in Zukunft nachhaltige Anwendungen in der Landwirtschaft zu erwarten. Die Fähigkeit von Pflanzen, Schallwellen über mechanosensitive Ionenkanäle wahrzunehmen, ist wissenschaftlich belegt. Klang kann sich nachweislich auf das Wachstum und die Entwicklung von Pflanzen auswirken. Die genauen molekularen und physiologischen Mechanismen müssen jedoch noch weiter erforscht werden. Dennoch eröffnet diese Entdeckung interessante Perspektiven für eine biologische und nachhaltige Landwirtschaft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Benachrichtigungsglocke, um keine neuen wissenschaftlichen Videos zu verpassen. Bis